Verehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Rente ist der zentrale Bestandteil, die zentrale Säule des Sozialstaats in Deutschland. Und die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in unserem Land wollen vor allen Dingen eines wissen. Kann ich mich, wenn ich aus meiner Arbeit jeden Monat meine Beiträge abgeführt habe, darauf verlassen, dass diese Säule im Alter mich wirklich trägt? Und das wollen Sie uns von uns klar und deutlich und vernünftig erklärt bekommen und ohne Polemik. Und deswegen war das, was die Oppositionsvertreter in dieser Aktuellen Stunde bislang geleistet haben, indem sie hier eine polemische Show abgezogen haben, nichts, was das Vertrauen in die Rente stärkt, sondern was in Wahrheit das Misstrauen in die Rente stärkt. Das Zweite ist, das sinkende Rentenniveau ist kein Naturgesetz. Denn mit der guten Entwicklung am Arbeitsmarkt, der guten wirtschaftlichen Entwicklung im Land haben wir es geschafft, dass mit der Rentenanpassung im vergangenen Jahr 2015 und mit der Rentenanpassung, die es zum 1. Juli 2016, also dieses Jahr, geben wird, das Rentenniveau nicht weiter sinkt, sondern stabilisiert wird. Und das zeigt, das zentrale Element einer Stärkung des Rentenniveaus ist eine wachstums- und beschäftigungsorientierte Politik, wie wir sie in diesen Tagen mit Erfolg betreiben. Und deswegen ist die allerwichtigste Botschaft an die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer unseres Landes: Eure Rente ist sicher, wenn wir weiter eine wachstums- und beschäftigungsorientierte Politik betreiben und auf jeden Fall nicht das tun, was uns die Linken raten. Nun muss man allerdings auch sagen, die Rentenreform, die Rot-Grün mit Walter Riester 2001 gemacht hat, hat ihre offenkundigen Mängel. Insbesondere für die Zeit nach 2030 gibt es in dem von Rot-Grün geschaffenen Gesetz, was das Rentenniveau anbelangt, überhaupt keine Grenze nach unten. Und natürlich erwartet die mittlere und junge Generation, dass wir ihr eine klare Ansage machen, dass das Rentenniveau nicht ins Bodenlose nach unten fallen kann. Und deshalb werden wir nicht umhinkommen, den Fehler von 2001 zu korrigieren und ein Mindestsicherungsniveau in der Rente auch für die Zukunft, auch für die junge Generation festzuschreiben. Das Zweite ist, die rot-grüne Reform von 2001 sah vor, dass durch eine starke öffentliche Förderung jeder eine ergänzende Betriebsrente aufbauen kann und eine ergänzende private Altersvorsorge in Form der Riester-Rente. Doch auch dieser Reformteil von 2001 ist unvollständig geblieben. Spätestens seit dem Jahr 2009 erleben wir, dass die Zahl der Betriebsrentner und die Zahl derer, die einen Riester-Sparvertrag abschließen, nicht mehr steigt, sondern stagniert. Das spricht für immer mehr Menschen, tut sich eine riesige Versorgungslücke auf, wenn sich da nichts verändert. Jetzt kann man so machen wie die Linke und sagen, alles, was damals beschlossen worden ist, wieder abschaffen, alles ist Quatsch, zurück in die rentenpolitische Steinzeit. Der Punkt ist nur der, was die Linke vorschlägt, alles kaputt machen, ist keine Lösung für die Zukunft. Die Lösung für die Zukunft kann nur sein, und der Kollege Rosenmann hat darauf hingewiesen, dass das andere Länder genauso machen, dass wir eine starke gesetzliche Rente brauchen, die die Grundabsicherung für das Alter auch darstellt und immer die stärkste Säule der Altersversorgung bleiben wird, und dass dazu zwingend eine Zusatzrente gehört, weil nur dann man auch im Alter einigermaßen anständig von diesem Geld leben kann. Das ist unser Ziel. Und deswegen, meine sehr geehrten Damen und Herren, ist der zweite Teil der Reformnotwendigkeit, dass wir die Steine wegräumen, die es heute Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, vor allem Geringverdienern, als unattraktiv erscheinen lassen,
in Sachen Zusatzrente etwas zu machen. Wir als Große Koalition haben in der Kurzvereinbarung gesagt, wir wollen uns als allererstes an die betriebliche Altersversorgung machen. Dazu liegen seit anderthalb Wochen die beiden Gutachten vom Arbeitsministerium und vom Finanzministerium in Auftrag gegeben vor. Offensichtlich von der Opposition nicht gelesen, weil dazu kein Wort in dieser Debatte. Liebe Kolleginnen und Kollegen, ich finde bemerkenswert, was da vorgeschlagen wird. Ein eigener finanzieller Förderbetrag für Geringverdiener für eine betriebliche Altersversorgung. Eine Entlastung gerade für kleine und mittelständische Unternehmen, wenn sie bereit sind, in betriebliche Altersvorsorge endlich mit einzusteigen. Das sind Anreize, die sich sehen lassen können, die auch finanziell attraktiv sind. Und deshalb ist unsere Botschaft, wir wollen eine starke gesetzliche Rente plus eine starke Zusatzrente. Das ist das Zukunftskonzept, welches ein auskömmliches Einkommen im Alter sichert. Das sollten wir den deutschen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern auch sagen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank, Peter Weiß. Und jetzt hat das Wort Matthias W. Birkwald für Die Linke.